und recht herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin's, Jan, und heute machen wir mal eine kleine Roomtour. Ich zeige euch das Setup, zeige euch, wie ich die Torch-Spielerkarriere mit Story aufnehme. Und ja, weil es ganz interessant ist, woraus das hier alles besteht, was hier tatsächlich hinter ist, was hinter den Kulissen passiert und wie entsteht die Story eigentlich. Außerdem wird das ganze Setup ja genauso wieder in Braunschweig aufgebaut, wie es hier in Berlin dann abgebaut wird, was auch mehrere Tage dauert. Einmal der Abbau, aber halt auch wieder der Aufbau. Wo sich halt jetzt schon gerade, wie ihr merkt, das bemerkbar macht, dass weniger Videos kommen. Was jetzt aber gerade tatsächlich an Hashtag letzter Versuch liegt, kenne ja aus der letzten, beziehungsweise für euch vielleicht jetzt schon wieder vorletzten Folge Torch-Spielerkarriere, wo ich gesagt habe, dass ich halt hier in Berlin kein Internet mehr habe. Und deswegen lade ich diesen Vlog aus Braunschweig hoch. Eventuell zeige ich euch in diesem Vlog auch noch mal die neue Wohnung, aber nur vielleicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall lade ich den hier aus Braunschweig hoch. So, ich habe den Schnitt schon an meinem Bildschirm offen. Die kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Wir drehen uns einmal. Zack, erster Bildschirm. Zack, zweiter Bildschirm. Und ja, hier im Dunkeln seht ihr auch schon den Schnitt einer Folge. Hier mal auf voller Größe. Falls ihr erkennt, welche Folge das war, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, wie man auf jeden Fall schon am Schnitt sieht, ist das Ganze relativ aufwendig und man sieht es auch schon im Hintergrund. Also, so ganz casual-mäßig ist auf jeden Fall nicht aufgebaut, was ich hier mache. Und, ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Um das Ganze in der kompletten Größe zu sehen, müssen wir einmal ein bisschen weiter hier weggehen. Und da sieht man schon mal hier im Hintergrund Softbox 1 und Softbox 2 dort oben. Die ist nur für den Greenscreen, den seht ihr hier. Der kann genauso wie der schwarze Stoff damit einfach ausgetauscht werden, runtergerollt werden und dann wird die obere Softbox auch angemacht. Die kann ich über ein Pult, was da unten in der Ecke liegt. Dann seht ihr natürlich die Stage Bars, die sind links und rechts. Ja, mal hier rum. Da sieht man das besser. Zack, Stativ links, Stativ rechts und in der Mitte verbunden durch eine Quertraverse. Ein paar Fachwörter muss aber sein, also was es ist, wir sehen es nochmal aus der Nähe. So ist das Ganze aufgebaut. Ich mache mit Sicherheit auch wieder einen Vlog, wenn ich das Ganze entweder abbaue oder wieder aufbaue. Das heißt, da sieht man das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr. Das ist jetzt quasi nur Kulisse. Wir kommen jetzt noch zu den wichtigeren Sachen. Also selbst das fand ich schon spannend, aber wir sind hier wieder auf der normalen Position, wo ich gerade sitze. Übrigens, ich zeige euch mal den Blick, den ich normalerweise immer habe. Ihr seht das ungefähr immer so und ich sehe es. So, links Bildschirm 1, rechts Bildschirm 2, ganz rechts Bildschirm 3 bzw. Fernseher, der momentan aber nicht angeschossen ist. Das dann erst wieder in Braunschweig. Den habe ich hier schon abgeschossen und wird jetzt gerade momentan nicht mehr benutzt. So, jetzt kommen wir auch nochmal zu wirklich interessanten Sachen. Viele fragen mich ja erstens, was ist das? Zweitens, wo kann man es kaufen? Also erstens, das ist eine Stagebar. Nicht wie viele sagen, irgendwie Lichterkette oder LED-Streifen oder was weiß ich. LED ist auf jeden Fall schon mal richtig. Also es besteht aus vielen einzelnen LED-Panels. Ich kann das einmal kurz live vorführen. So, ich mache einfach am Mischpult. Ich zeige euch das auch gleich einmal nochmal, wie das genau aufgebaut ist. Zack, kann ich einfach zack, hoch, runter und das mit jedem einzelnen Panel. Und ja, da kann man verschiedenste Sachen programmieren. Ich zeige euch mal was. Zum Beispiel das, das habe ich früher bei vielen Videos verwendet. Bei Barcelona zum Beispiel, da kläre, verwende ich momentan. Das müsste das hier, warte, ist das Richtige? Ja, warte. So, das ist das. Das Ganze kann ich natürlich noch schneller machen und langsamer, wie zum Beispiel so. Zack. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch aber jetzt. Also mit diesem Lichtpult quasi wird das Ganze gesteuert, das heißt hier kann ich die verschiedenen Geräte auswählen und hier habe ich verschiedenste Fader und jetzt gerade wie man hier sieht läuft es im automatischen Modus und spielt die verschiedenen abgespeicherten programmierten Szenen ab und ja, das ist quasi das für den Barca-Jubel. Also damit habe ich auf jeden Fall schon mal nicht nur vom ganz normalen Hintergrund für die Facecam, was ja schwarz auch schon ganz schön. Und ein Greenscreen immer mal zu haben, ist auf jeden Fall auch ganz nice. Vor allen Dingen finde ich es nice, wie ich hier es geschafft habe, die Softbox, die wirklich nur für den Hintergrund da ist, also die leuchtet kein bisschen mich, sondern die ist wirklich nur dafür da, alle Schatten wegzuleuchten, die quasi mein Kopf über die normale Softbox macht. Also somit finde ich das schon mal ziemlich nice. Das heißt, immer wenn ein Tor fällt, muss ich einmal, zack, wenn ich mich so hinsetze, einmal nach rechts greifen und dort einmal drauf drücken und dann läuft das Ganze quasi so.
Das war aber noch nicht alles, es fehlt noch ein bisschen, und zwar Tormusik. Wie geht Tormusik? Tormusik geht damit mit dem Elgato Stream Deck. Hier seht ihr schon ein paar Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel Tormusik von Deutschland, Einlaufmusik und so weiter. Ganz viel habe ich da schon reingespeichert, oder hier die Livestream-Musik und so weiter. Und da habe ich auch verschiedene Oberflächen schon, wo alles Mögliche schon drin ist. Hier habe ich zum Beispiel, wenn wir hier in den Unterordner gehen, hier sind verschiedenste Szenen, die ich auch benutzt habe im WM 2018 Livestream mit Story. Und ja, genau, damit habe ich das gemacht. Und damit mache ich auch immer die Live-Musik und bei Livestreams Einblendung und so weiter. Das ist mega nice. Das meiste haben wir jetzt, glaube ich, schon. Also, einmal können wir noch ganz kurz gucken, was ist hier hinter. Hier hinter ist nichts. Also, das ist ganz an der Wand. Das wird nochmal anders sein in Braunschweig. Aber wie wir es da dann aufbauen und so weiter, das noch später, weil ich werde dazu auch gleich noch, bevor ich, weil es ist Freitag, es ist schon Freitagmittag, ich muss auch fertig schneiden und dann fahre ich auch schon gleich irgendwie. Ich muss noch einen Zug aussuchen und dann bin ich heute Abend irgendwann in Braunschweig. Und bevor es soweit geht, eine richtig geile Sache, die ich im Studium schon gelernt habe, die ich jetzt so anwenden kann, ist, dass ich verschiedenste Sachen, die ich hier jetzt auf jeden Fall vom Setup habe, zeichnen werde. Und zwar auf meinem Laptop werde ich zeichnen, in einem Cut-Programm. Kann ich euch vielleicht in diesem Vlog auch noch zeigen. Das wird wahrscheinlich wieder komplett in den Rahmen springen, keine Ahnung. Egal, scheiß drauf. Zum Beispiel, wie lang diese Stative sind und so weiter, wie viel Platz es tatsächlich wirklich verbraucht. Das werde ich noch heute zeichnen, damit ich die ganzen Maße habe, damit ich die mit dem Laptop mitnehmen kann. Mein einzelnes Aufnahmezimmer, was ich wirklich nur für die Aufnahme dann habe, das werde ich nochmal komplett ausmessen, damit ich wirklich die echten Maße habe, nicht nur was irgendwie so in der Zeichnung drin ist oder so, sondern das, was tatsächlich so benutzt werden kann, weil da sind ein paar Schrägen und so mit drin und Säulen, das bedeutet ein bisschen schwierig, aber genau, das werde ich halt mir auch nochmal auf dem PC zeichnen und dann gucke ich, wo kann ich was hinstellen, damit das halt gut passt, halt die richtigen Schreibtischgrößen und so weiter und so fort. Also einiges in Planung, was ich halt am Wochenende mache. Interessant ist auf jeden Fall auch, was benutze ich für ein Mikrofon. Hier habe ich das Rode NT1A, heißt es, glaube ich. Damit nehme ich immer auf und angesteuert wird das hiermit. Ich glaube, von der Roomtour müsste es das jetzt schon gewesen sein. Also, dann setze ich mich erstmal an den Schnitt. Das Ganze sieht jetzt roh noch so aus. Also so sieht das komplett roh aus, das heißt hier Tiefverteil, hier unten Facecam, das muss von der Größe angepasst werden. Die GTA-Szenen fehlen alle noch, alle grafischen Sachen wie WhatsApp-Zeugs, alles auch noch nicht mit drin. Und das Ganze hat so jetzt schon eine Länge von 50 Minuten und das Ganze muss auf zwischen 15 und 20 Minuten runtergeschnitten werden. Plus viele Sachen wie GTA, wie gesagt, kommen auch noch hinzu. Das ist die große Kunst, das dann auch interessant zu machen. Übrigens eine Audiospur für Einlaufmusik und Torjubel, die fehlt auch noch. Ja, und dann ganz viel Cutten. Das sind jetzt noch 2 Stunden, die ich es machen muss. Es ist 14:47. Ich hatte vor, ungefähr den Zug um 18:30 Uhr zu nehmen. Ob ich das schaffe, schauen wir mal. So, kleiner Zeitsprung, es ist Dienstagmittag und ja, ich habe den Zug erfolgreich noch bekommen nach Braunschweig. Und ich war auch da, ich zeige euch jetzt mal, bevor der Vlog jetzt wirklich endet, was ich denn tatsächlich im Braunschweig alles gemacht habe, beziehungsweise wie produktiv ich war, zumindest in der Hinsicht auf Aufnahmezimmer und so weiter. Also ich habe auf jeden Fall einiges hochgeladen. Den Vlog hier jetzt tatsächlich, den habe ich nicht in Braunschweig hochgeladen, sondern den lade ich jetzt wieder aus dem Internetcafé hoch, aber das ist nicht ganz so schlimm. Aber ich habe auf jeden Fall einige Tortkehre-Folgen hochgeladen, das bedeutet, die nächsten Tage habt ihr auf jeden Fall wieder jeden zweiten Tag eine Tortkehre zu gucken. So, das hier ist jetzt so ein bisschen der Plan von einer Zeichnung. Ich weiß, das ist jetzt nicht nach allen DIN-Formen korrekt gezeichnet. Das war einfach ganz schnell so zack, zack, dass ich irgendwie selber für mich aber weiß, es ist so und so gezeichnet. Hier einmal jetzt Draufsicht und hier einmal das Ganze in einem Schnitt, um die Höhen auch zu wissen. Also wirklich alles nur ganz grob. So ein bisschen als Erklärung für Leute, die sich gar nicht auskennen, sind das so ein paar Höhenlinien hier drin. Die Beschriftung ist jetzt gerade aus dem Zoom gar nicht zu erkennen, aber hier sieht man halt die ganzen Dachschrägen und so weiter, die halt hier drin sind, weil es halt im Dachgeschoss ist, das Ganze, das Aufnahmezimmer zumindest. Und ja,
Da gibt es ziemlich viele Schrägen, aber wie gesagt, das Zimmer ist halt nur für die Aufnahmen zuständig. Und ich erkläre euch mal ein bisschen, indem ich hier ein bisschen mehr reinzoome. Dieser gelbe Bereich, den wir hier auch sehen, und das hier soll eine Tür symbolisieren, dieser gelbe Bereich ist der einzige Bereich, wo halt die Höhe von ca. 237 cm im gesamten gelben Bereich gegeben ist. Und ab diesem Bereich fängt halt die Schräge an und geht halt von 237 cm auf genau 0 cm runter. Also das bedeutet, es gibt keinen Vorsprung oder so, der dann bei, keine Ahnung, 25 cm oder so, wie andere Maße üblich sind, runter. Ja, also da bin ich gerade inneneinrichtungstechnisch gerade noch am werkeln, wie ich was, wie und wo hinstelle, damit das halt ganz gut aussieht. Hier einmal ganz grob gezeichnet von oben das Stativ, einfach damit ich alle Außenmaße habe, ohne die Stärken zu berücksichtigen, die das Ganze quasi hat. Also wirklich eine ganz leichte, undetaillierte Zeichnung eigentlich. Aber hier sieht man halt, das würde halt nicht so wie hier jetzt gerade an einer Wand bzw. Fensterfront stehen, sondern hier halt mitten im Raum. Weil das hier halt das Ganze ist, was halt ja das Höchste ist und man braucht für dieses Stativ wirklich den höchsten Raumpunkt. Außerdem, wie man hier ganz gut sieht, als kleine Erklärung noch was schwieriger macht, diese weißen Bereiche hier, diese beiden links und rechts von den Stativen, das sind Säulen. Das hier beides links nicht, aber das hier sind zwei Säulen, die im Raum sind. Die erschweren das auch alles noch, aber ihr werdet den Aufnahmeraum auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal in einem Vlog sehen. Das ist jetzt auf jeden Fall für diesen Vlog. Ich hoffe, er hat euch wieder gefallen. Ich habe ja echt lange keinen Vlog mehr gemacht. Ich habe mir überlegt, ich könnte euch mal durch die ganze Erstellung einer Touchbrakiere mal mitnehmen in einem Vlog. Weil das ja auch pro Folge mindestens 5 Stunden oder so in Bearbeitung ist. Das würde, da kriegt man eigentlich auch genug Vlogmaterial für 5 bis 10 Minuten hin. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, sehr, sehr interessant, weil es halt kein ganz normales Display ist oder so, sondern da steckt halt viel dahinter und ich glaube, da kann man auch viel einfach, damit ihr jeden Arbeitsschritt so mitbekommt, für jeden Arbeitsschritt kann man mal kurz die Kamera rausnehmen. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr da auch mal Lust drauf hättet. Ansonsten, ja, bin ich jetzt hier noch ein bisschen weniger als 3 Wochen. Müssen irgendwie noch 18 oder 19 Tage irgendwie so. Und dann ist schon der Umzug. Also, wird mega nice. Ich freue mich super drauf, wieder in Braunschweig zu wohnen. Und ja, vielleicht trifft man sich ja dann da, keine Ahnung. Ich habe ja ziemlich viele Zuschauer aus Braunschweig. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Finde ich es nice, dass ihr diesen Vlog geschaut habt. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich bin ja kein Vlog-Künstler oder so weiter. Ganz, ganz wenige habe ich bis jetzt erst gemacht. Und ja, ich denke mal, die kommen auf keinen Fall ans Niveau meiner Tor-Spielerkarriere-Folgen ran. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen. Haut rein und ciao.